Hallo allerseits und willkommen bei einer neuen Folge von Clanvolk. Schön, dass ihr mit dabei seid und mir Gesellschaft leisten wollt. Also, legen wir los. Ja, das ist auch okay. Können wir mal ein bisschen höher setzen. Das hier mal ein bisschen voll machen. Da auch noch. Dann kommt das hier alles mal weg. Hier wird mal wieder ein Gewässer. Das ist auch okay. Sehr trocken. Ja, geht eigentlich noch. Aber gut, wenn sie meinen, dass das nötig ist, dann macht das ruhig. Könnt ja noch hier einen Weg drumherum legen. Einfach hier so drüber. Kiesweg, ja, so. Machen wir das so. Was gab es an Punkten? Oh, 29 schon, das ist gut. 28, 54, na herrlich. Das ist doch schön. Das hat sich doch gelohnt. Die haben sich wohlgefühlt. Dauert zwar trotzdem noch eine Weile. Was gibt's für das Brot? Ja, nehmen wir mit. Können wir immer noch mal was machen draus. Leinen. Muss jetzt einiges fertig machen. Nehmen wir jetzt einfach mal mit. Mir egal. Da brauchen wir nichts. Ein Gockel haben wir ja dann. Da muss ich aber mal gucken. Jugendlich, der ist jetzt bald erwachsen. Das heißt, den können wir mal rauskegeln jetzt, weil der wird erwachsen. Der ist noch jugendlich weit weg. Das ist noch ein Baby. Das ist auch noch ein Baby. Brauchen wir den aber nicht. Oder? Sieht es denn aus? Trächtig. Trächtig und nicht richtig. Erwachsen, ziemlich alt schon gegenüber den anderen. Oh ne, das lassen wir noch. Aber den schicken wir, glaube ich, wirklich nochmal. Ne, den lassen wir noch da. Den verkaufen wir auch noch. Die lassen wir. Ist so ein bisschen für die nächsten Generationen so vorgesorgt. Der braucht noch ein bisschen. Okay, da kommt sie gerade erst. Ja, hier bauen sie schon wieder schön den Weg. Weil die nehmen tatsächlich dann auch die Wege. Die Karte zu verlassen. Oh ja, Beeren nehmen wir noch mal mit. Holzasche diesmal nicht. Nee, das lassen wir. Wachsen, ja. Brauchen wir uns auch noch nicht drum kümmern. Ja, gut, weg damit. So.
könnte natürlich jetzt hier so 10 Sträucher pflanzen. Weil ich habe ja jetzt 50 Beeren. Kannst du auch sein lassen. Weil das sind so viele Beeren, die ich jetzt hier noch habe. Mal 2 von 15. Das nenne ich mal ein kultiviertes Stück Erde. Hier schon was nachgewachsen? Nee, noch nicht. Ist also Hochmoor, okay, hier wächst gar nichts. Oder ist das jetzt nur so eine Anzeige? Nee, das ist auch Hochmoor, oder? Nee, das ist Torf, okay. Da bin ich mal gespannt, was hier raus wird. Da kann ich nichts machen, gar nichts. Mal gucken. Schauen wir mal, was das dann wird. Hier sind sie noch fröhlich dran. Immerhin die Hälfte ist schon weg. Das ist doch mal was. Dann kommt gleich die nächste Ernte. Dann geht's fröhlich weiter. Die Seen sind alle bepflanzt. Da brauchen sie nur noch das Zeug abholen. Schon ja auch schon wieder alles voll. Ja, so ziemlich. Dann machen wir von den Strohhaufen oben könnten, obwohl da sind schon welche. Um hier zu bedienen ist auch okay. Ja, dann machen wir halt hier nochmal welche hin, ne? Wird schon wieder bewässert. Kadaver haben wir keine mehr. Das heißt, wir haben genug Fleisch wieder eingelagert. Ja, 450. Ist doch mal nicht wenig. Ach genau, ich wollte doch hier hinten so eine Sperre reinsetzen. Genau, das da wollte ich noch machen. Da noch ein Türchen hin. Zauntürchen. So. Das gleiche wollte ich ja hier machen. Ist an der Stelle. Das heißt, den müssen wir verlegen. Verlegen wir den mal. Hier irgendwo. Genau hier hin. Nee, da. Doch dahin. Ah, ist auch schon umgesetzt. Sehr schön. Und dann machen wir das gleiche nochmal hier. Nee, stimmt gar nicht. Da müssen wir es hinsetzen und da kommt dann das Türchen zwischen. So. Geht ja wie gesagt nur darum, dass die Tiere hier nicht hinkommen. Wenn dann hier das ganze Zeug gelagert ist. Deswegen müssen wir hier auch noch ein Türchen hinmachen. Fällt mir da gerade auf. Oh, einfach zwei. Dann Zauntor. Obwohl, da brauchen wir nur da eins machen. Hier kommen sie eh nicht durch. Dann machen wir da aber direkt mal einen weiter. Da dann auch, damit wir das dann nicht vergessen später. Da kommen sie also nirgendwo ran. Genauso wenig wie da. So. Jetzt sind wir hier sicher. Dass wenn das dann gebaut ist, alles was hier zwischen ist, für die Tiere tabu ist.
So, das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, sofern ihr das noch nicht getan haben solltet, und aktiviert die Glocke, wenn ihr über neue Videos von mir informiert werden wollt. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar unter das Video, wenn ihr mögt. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video angesehen habt. Bis bald, euer Vorian. Ciao, ciao.